Moin Leute und was geht und willkommen zu einer weiteren Trading Road to Glory von mir. Und das, was ich gestern im Video gesagt habe, haben wir heute natürlich umgesetzt. Ich werde euch gleich einen Clip einblenden, wie wir die ganzen Bambas gekauft haben und danach komme ich auch direkt wieder mit, wie wir die ganzen Bambas eigentlich verkauft haben. Das war alles richtig easy, hat uns wirklich weit, 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 weit vorangebracht. Ich hoffe, ihr habt das Ganze auch mitgemacht, ihr habt das auch alles genommen, was ich euch gegeben habe. Die ganzen Tipps sind wirklich Endlevel gewesen in dem Moment und für die ganzen Tipps. Lasst doch gerne mal bitte ein Like da, abonniert den Channel oder kommentiert, wenn ihr Fragen habt. Ja, gut, das war cringe, ich weiß. Aber ab geht's. Wir haben natürlich die restlichen Karten verkauft, die ganzen Ginters, die wir da noch hatten, und sind auf knapp 1,1 Millionen Münzen gekommen. Und ihr seht es hier schon, ich habe einen Bamba für 70.000 mitgenommen, für 71, für 70, 71, 70, 70. Ich muss das jetzt nicht die ganze Zeit sagen, wir gehen hier einfach nur einmal durch und gucken uns das Ganze an, für wie viel ich die alle mitgenommen habe. Und dann können wir auch gleich direkt schon mal schauen, für wie viel wir die eigentlich jetzt verkaufen können. Ein Corona habe ich auch noch mitgenommen, weil ich fand, der war zu günstig tatsächlich. Ah, hier sind noch ein paar Ginters, die noch nicht alle weg sind, aber das ist nicht schlimm. So, wenn wir jetzt einmal auf Bamba gehen und mal schauen, für wie viel der eigentlich gerade weggeht, dann werden wir sehen, diese Karte, 88.059. Minute, Freunde. Das ist einfach nur geisteskrank. Ich werde die Karten ungefähr für 92.000 Münzen anbieten und versuchen zu verkaufen. Ich denke, das sollte auf jeden Fall auch funktionieren. Und dann haben wir um die 200k Gewinn gemacht. Und wir haben es gerade, ohne Witz, wir haben es gerade erst 10 Uhr. Ich habe kurz vor 9 angefangen und um kurz nach 9 aufgehört mit den ganzen Karten. Ich habe die mir sofort alle mitgenommen. Es war wirklich nicht schwer, die für 70.000, 71.000 Münzen zu kriegen. Und eine Stunde später haben wir einfach 200k mehr auf der Uhr, wenn wir denn das Ganze jetzt so verkaufen sollten. Und ihr seht es, wir sind bei 1,337 Millionen Münzen. Das heißt, wir haben knapp 230.000 Münzen Gewinn gemacht. Nur an einem Tag, beziehungsweise sagen wir mal so in circa einer Stunde, was halt wirklich crazy ist. Einfach mal eben so die ganzen Coins da reinzustecken und dann wieder rauszukriegen. Das ist super easy. Ich hoffe, ihr habt das wirklich auch gemacht. Und ich würde sagen, wir gehen auch direkt darauf rein, für wie viel wir die ganzen Bambas eigentlich verkauft haben. Und ihr seht es schon, 91.500 sind die weggegangen. Ihr habt gerade im Clip davor gesehen, dass wir die für 70.000 gekauft haben und jetzt 91, 91, 91. Das war wirklich einfach nur Wahnsinn. Das SBC-Futter ist auch angestiegen, also die ganzen Ginters sind auch weg und mein Corona ist noch da. Ich werde Corona irgendwie nicht los. So wie die meisten anderen hier wahrscheinlich auch. Ja, ich weiß, das war wieder cringe. Ich habe heute ein cringes Video, aber das ist scheißegal. Wir machen auf jeden Fall weiter und gucken uns erstmal an, was eigentlich mit dem Markt passiert ist. Wenn wir auf die Cheapest Player bei Ratings gehen, sehen wir, die 83er haben sich immer noch überhaupt nicht bewegt. Ich sehe die irgendwann, sehe ich die bei 1600, 1900 Münzen, vielleicht auch nur 1400. Aber auf jeden Fall sehe ich die irgendwann bei dem Preis. Die Frage ist halt nur, wann kommen die SBCs? Ich vermute mal im Dezember, wenn ganz viele 83er und 84er Squads gebraucht werden, werden diese Karten auf jeden Fall höher gehen. Das gleiche gilt natürlich auch für die 84er, aber die 84er werden auch in den nächsten Tagen höher gehen. Denn demnächst erwarte ich auf jeden Fall eine wiederholbare Icon SBC. Und da könnten solche Karten wie Philippe, wie ein Tadic mal eben auf 4000 Münzen droppen. Oder steigen. Nicht droppen, steigen, sorry. Steigen. Auf 4000 Münzen steigen und das Ganze sollte dann auch wirklich easy laufen. Das heißt, wenn ihr noch investieren wollt, macht es noch. Es kann sehr gut sein, dass morgen zum neuen Event auch die SBC rauskommt. Es kann aber auch sein, dass sie erst am Samstag oder am Sonntag kommt und dann macht ihr vielleicht nicht den allergrößten Gewinn, so wie in der letzten Episode, sondern ihr macht ein bisschen weniger Gewinn, weil die Karten dann von 2200 nur auf 3500 springen oder sowas. Oder von 2200 auf 4000. Würde man natürlich mehr Gewinn machen. Frage ist nur, wie. Ja, wann kommt die SBC und wie steigen die Karten? Auch die 85er sind momentan auf ihrem All-Time-High, die waren noch nie so hoch. 6.800 Münzen ist wirklich das Höchste. Die waren vorher bei 6.600, gestern waren die teilweise für 6k zu haben. Und hätte man da gestern schon reingekauft, hätte man natürlich heute auch schon einiges an Profit mitnehmen können. Das gleiche gilt auch für die 86er-Karten. Die waren gestern bei 11.000 bis 10.500, konnte man sich die snipen. Die sind jetzt bei fucking 13k. Einfach 13k. Aber das ist immer noch völlig in Ordnung, weil diese Karten, sobald die SBC rauskommen sollte von der Icon, wirklich, ja, so 18.000, 19.000, ja, das kommt hin, konnten die dann landen. Und das ist natürlich eine geisteskranke, ja, das ist einfach ein geisteskranker Preisanstieg. Und Al-Jaber, dass der bei 13.5 ist, ist schon echt traurig, aber das war auch zu erwarten bei dem Markt, ne, würde ich sagen. 87er, 21.000 Münzen sehe ich auch auf jeden Fall noch höher, wenn die SBC kommt. Genauso wie die 88er, die 89er. Die 90er und die 91er. Bei den 91er habt ihr jetzt nicht viel Auswahl. Oblak, Ter Stegen. Ich habe Ter Stegen letztens gesagt, dass ich den schon bei 60k sehe und ich sehe den immer noch bei 60.000 Münzen. Hättet ihr da vorher schon rein investiert, hättet ihr auf jeden Fall schon um die 10, 15k Profit gemacht. Aber was soll's, es ist nicht schlimm. Ihr habt noch genug Zeit, weiter rein zu traden. Ich werde jetzt auf jeden Fall mich auf die 84er fokussieren.
Weil die 84er meiner Meinung nach unter 3000 Münzen einfach zu wenig kosten. Die kosten wirklich zu wenig. Das geht nicht. Da muss die SBC auf jeden Fall einiges reißen und wird auch auf jeden Fall einiges reißen. Deswegen, also die 85er schätze ich, wenn die Icon SBC rauskommt, sind so bei 8 bis 9000 Münzen. Die 84er sind bei 4 bis 5000 Münzen. Und das wird easy Profit, easy Money sein, Freunde. In dem Sinne, ich investiere jetzt fleißig meine ganzen Coins, zeige euch dann auch einmal, für wie viel ich das alles gekauft habe. Und dann, ja, hoffe ich, dass ihr das nachmacht. Wir haben jetzt auf jeden Fall unsere Coins investiert. Ich habe nicht nur alles in 84er gesteckt, ich habe mir auch ein paar 85er mitgenommen. Natürlich sind die Preise jetzt etwas teurer als die Tage davor, aber wie gesagt, der Markt kennt nur eine Richtung bei denen und das ist nach oben. Wir haben einmal Thiago Silvas mitgenommen für 7000 Münzen, dann haben wir ebenfalls Bonuccis mitgenommen, auch für 7000 Münzen. Noch ein paar Gündogans ebenfalls für 7000 Münzen, wer hätte das gedacht? Und ein Depay für, richtig, 7000 Münzen. Dann habe ich noch ein paar Ginters mitgenommen. Die habe ich für 2.900 gekauft, 2.800 und genau das gleiche auch bei André Silva, da bin ich bis 2.900 hochgegangen und natürlich bei Tadic auch, aber da nur bis 2.800 Münzen. Diese ganzen Karten haben wir jetzt eingekauft. Wir hoffen, dass in den nächsten Tagen auf jeden Fall die Icon SBC kommen sollte und dann werden wir verkaufen. Mir ist klar, dass wir vielleicht, wenn die Icon SBC nicht in den nächsten 2 Tagen kommen sollte, günstigere Preise schießen könnten. Das Ding ist allerdings, mir geht es hier nur um Profit, um sicheren Profit und einen sicheren Profit nehmen wir genau so mit. Es kann nämlich sein, dass jederzeit was kommt, dass heute Abend sogar noch was kommt, dass am Freitag was kommt. Wir wissen es nicht genau. Es kann auch sein, dass es erst nächste Woche Freitag kommt. Also was auch immer. Auf jeden Fall will ich den sicheren Profit und den nehme ich damit auf jeden Fall mit. Die Preise sind noch angemessen. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst bitte, bitte und gerne ein Like da. Abonniert diesen Channel für mehr. Und wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Macht's gut und ciao.